Oftmals sind es Schätze, deren Wert sich nur schwer beschreiben lässt. Sammlerstücke oder Unikate, die eine Geschichte erzählen und für ihre ehemaligen Besitzer eine wichtige Rolle gespielt haben. Und so sind es keine herkömmlichen Dinge, die bei den Auktionen von Franz Eppli unter den Hammer kommen. Gemeinsam haben sie aber vor allem eins: Sie sind kostbar. Anlieferung in der Stuttgarter Bärenstraße. Die Mitarbeiter des Auktionshauses Eppli können neue Schätze begrüßen. Bilder, Skulpturen oder Gegenstände, für die kein Platz mehr ist oder deren ursprüngliche Besitzer nicht mehr am Leben sind. Franz Eppli ist zufrieden. Für ihn zählt Qualität und nicht die Masse. Und wer kann dem Kessenblick einer jungen Dame schon widerstehen? Ja, also wir haben jetzt gerade im Moment Wir haben jetzt gerade im Moment einen größeren Nachlass aufgelöst, eine Villa oben am Killesberg. Zwei LKWs voll wurden bereits nach Leinfelden-Echterdingen in unsere Auktionshalle gebracht. Und die kleineren Stücke, die werden wir jetzt hier im Auktionshaus in Stuttgart-Mitte versteigern. Das heißt, auch sie hier kommt in naher Zukunft unter den Hammer. Neu eingetroffen sind auch Bilder des Stuttgarter Malers Egon von Lichtenberg. Seine Witwe trennt sich schweren Herzens von einigen Kunstwerken. Von Lichtenberg war ein hochgeschätzter Autodidakt, wie eine alte Zeichnung belegt. Es ist eine Rödelzeichnung und er hatte als großes Vorbild den Vater Tiepolo. Immer der Vater von, also Tiepolo gab ja Sohn und Vater, also umgekehrt Vater und Sohn. Und die haben ähnlich gezeichnet wie diese Zeichnung aussieht jetzt. Und er hat das mit 15 Jahren schon, war er so geübt und hat es also in einer solchen Perfektion schon hingekriegt, bevor er überhaupt jemals studiert hat oder irgendwie. Also er war praktisch aufgrund dieser Qualität der Zeichnung schon fertig. Also besser hätte man es überhaupt nicht machen können. Licht, eines der Themen, mit denen sich der Maler immer wieder auseinandersetzt. Beim Auktionstermin am 15. September kann man eintauchen in seine faszinierenden Gemälde. Also im Auktionshandel ist es immer so, dass wir es ja im Rede im Bruchteil von dem ansetzen, was es vielleicht ursprünglich mal gekostet hat oder wie es angesetzt wird. In diesem Fall war der Galeriepreis bei 2.750 Euro. So können wir es allerdings nicht ansetzen, da wir natürlich die Möglichkeit haben möchten, dass der Preis, der Endpreis erst ersteigert wird und dann kommen wir, wie gesagt, die 20% Aufgeld noch dazu, die der Kunde bezahlen muss, die er natürlich einkalkuliert. Folglich setzen wir es circa bei der Hälfte an. Also das würde sich ja wahrscheinlich so um 1.200 Euro so um den Dreh bewegen. Und dann schauen wir, ob wir Liebhaber finden, die es dann entsprechend hoch steigern. Wobei ich jetzt ziemlich zuversichtlich bin, weil es ein sehr ansprechendes Gemälde ist. Mit wertvollen Kunstwerken hat es auch Horst Ries zu tun. Fingerfertig erweckt er alte Schmuckstücke zu neuem Leben. Auf bescheidener Arbeitsfläche vollbringt er regelmäßig kleine Wunder. Ja, ich bin hier der Goldschmiedemeister im Hause und schaue alle Sachen durch, was zu machen ist. Kleine Apparaturen oder größere und auch Restaurierungen, damit nur einwandfreie Ware dann in die Auktionen kommt. Der Experte versteht sich aber nicht nur auf Ketten oder Ringe. Er ist auch Porzellanschachmann. Ich habe hier mal einen Porzellantisch restauriert, der zerbrochen war. Das ist eigentlich die außergewöhnlichste Arbeit, die ich bis jetzt hier gemacht habe. Und das bringt uns auf die kommende Versteigerung im Auktionshaus Eppli. In der Auktionshalle in der Heilbronner Straße 9 bis 13 in Leinfelden-Echterdingen sucht am Samstag unter anderem diese zerbrechliche Person einen Liebhaber, der sie zu schätzen weiß. Bei dieser Figur handelt es sich um eine Meißner Kugelspielerin. Hier auf der Rückseite kann man eine unterglasurblaue Schwertermarke erkennen. Zwischen den beiden gekreuzten Schwertern befindet sich ein Punkt, was darauf hinweist, dass das Stück in der sogenannten Pfeifferzeit hergestellt worden ist. Pfeifferzeit nennt man die Zeit, in der Max Adolf Pfeiffer Direktor der Manufaktur war. Und das war zwischen 1924 und 1934. In dieser Zeit ist die Figur hergestellt worden.
Die Versteigerung beginnt am Samstag um 11 Uhr. Der Listenpreis beträgt 1500 Euro. Sehr wahrscheinlich wird sie bald einen neuen Besitzer haben, auf den diese Statue im LKW vor dem Auktionshaus Eppli ebenfalls wartet. Natürlich wird sie bis zu ihrem Auktionstermin noch schön gemacht.